Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man die Pilze mit den Aquarellbuntstiften anmalt. Wir haben die von Stabilo, die haben wir auch mit dem Programm und ich habe jetzt erst einmal die Teile alles weiß gemacht, also einfach mit einem weißen Stift hergehen und erstmal das alles weiß machen. Da brauche ich jetzt nichts zu sagen, das könnt ihr selber. Das seht ihr jetzt, welche Sachen alle weiß werden. Die Punkte mache ich nicht weiß, weil die machen wir nachher dann nicht direkt aus der Acrylfarbe raus. Was wir jetzt noch machen, ist da, dass wir da ein bisschen einen braunen Stich kriegen. Dann machen wir jetzt mit einem hellbraun, setzen wir das ein bisschen ab. Das habe ich auch schon bei ein paar jetzt vorbereitet, dass es nicht so lange dauert. Und das könnt ihr zum Beispiel jetzt auch in einem Grau machen. Ja? Also bei dem, sagen wir, machen wir es jetzt einmal grau, dass das ein bisschen so graustichig wird. Fahrt drauf. Macht es erstmal in die Seiten und dann macht so zwei, drei Linien zu ein bisschen. Das lassen wir dann verlaufen. Und dann können Sie es auch in graustichig machen. Ja? Also jetzt fangen wir mal an. Also die machen wir mal lila. Machen wir jetzt erstmal da oben unten hell lila her. Braucht es eigentlich gar nichts dazu wie die Buntstifte. Vielleicht einen weißen Posca-Stift noch. Oder weiße Acrylfarbe, bei der Schwammerl ist mit der Acrylfarbe schöner, weil sonst der Posca die Farbe natürlich unnimmt, dann können wir es jetzt nicht, Dinge zeige ich das nachher, dann verwascht sie das so. Und jetzt nehmen wir ein bisschen ein dunkles Lila, macht da oben die Kappe noch dunkler. Wenn das so runtergeht, dann nehme ich jetzt einfach eine zweite Platte und lege die unter, dann rutscht euch das nicht immer so runter. Wenn ein Holzbrettel drunter liegen, ein Küchenbrettel oder was, das geht ganz genau so. Die Konturen fahren wir gleich nach, so dass wir da einen schönen Verlauf kriegen. So. Und dann verwaschen wir das Ganze. Wir nehmen wieder unser Pinsel, nicht mehr Wasser, wie was der Pinsel still lang ist, genau. Und dann machen wir erstmal das Dunkle um und dann wascht sich das automatisch jetzt da unten rein. Und ihr seht schon, dann kriegen wir da einen schönen Verlauf. Wenn ihr es heller haben wollt, zum Beispiel, dass euch irgendwas zu dunkel dann ist, dann braucht es eigentlich nur mit Weiß hergehen und könnt jetzt mit Weiß zum Beispiel da so ein bisschen Akzente setzen. Dann habt ihr da noch schönere Schattierung. Dann gehen wir da einfach her und dann wir da noch mal ein bisschen mit dem Hellen drüber gehen. So, und dann verwaschen wir das wieder. Das sind natürlich jetzt viele ummalen, da kann ich jetzt nicht so lange rumspielen, aber ihr könnt ja da selber ein bisschen schauen, wo es noch was braucht. So. Jetzt waschen wir unseren Pinsel gut aus und dann können wir gleich unten das noch ein bisschen verwaschen, dass wir das Braun nicht ganz so intensiv haben. Und dann gehen wir einfach her und der mal ein bisschen unten mache ich mir ein bisschen so groß rein, weil die stehen ja schon in der Wiesen. Und dann könnt ihr da hergehen und könnt ihr da einfach, immer mal das hellgrün und das dunkle und macht da einfach ein paar so Farben rein. Dann kann man das noch mal ein bisschen verzieren. Nicht zu viel verwaschen, sondern nur so ein bisschen, das langt vollkommen aus. So, dann machen wir mal unseren Steinpinsel zuerst. Da gehen wir jetzt einmal her. Heute eine Nummer dunkler braun nehmen wir da. Und jetzt der Steinpinsel hat ja schon ein bisschen eine dunklere Kappe. Das Baby können wir noch ein bisschen heller machen, dass nicht ganz so gleich ausschauen. Und da seht ihr schon, da habe ich jetzt auch wieder die Linien zuerst nachgefahren, bevor wir es verwaschen. So, und dann nehmen wir ganz ein dunkles Braun und machen da oben so einen Rand. Dann setzen wir das da nochmal ein bisschen ab. Ihr könnt natürlich die auch schon vorher rausklicken, wenn ihr wollt.
Heim von meinem Cutter, Arme durchtrennen. So, und dann verwaschen wir den wieder. Dass wir einen schönen Steinpilz kriegen. Und ihr seht schon, das verläuft sich jetzt ineinander rein. Und dann kriegt der Steinpilz einfach schon eine schöne Struktur. Da braucht man dann gar nicht mehr so viel machen. So. Wenn es euch zu hell ist, das sagt, ah, das könnte noch ein bisschen dunkler sein, dann geht es einfach nur mit der richtigen Farbe natürlich. Ich empfehle euch auch, die jetzt gleich hinten in der Farbe anzumalen. Wisst ihr warum? Weil sonst wisst ihr nicht mehr, was ihr für Farbe gehabt habt. Ansonsten könnt ihr immer da nochmal testen und schauen, welche Farbe ist denn gewesen, weil sonst wird es schwierig. Dann machen wir noch so ein bisschen einen hellen. Dass das seht, wieder der Unterschied ist, wenn wir jetzt da ein bisschen erhellen machen. Die Schwammerl gibt es ja in alle Farbvarianten. Da können wir zum Beispiel ein bisschen so rötliches Braun mal mit rein machen. Schaut auch immer schön aus. So. Und dann verwaschen wir das wieder. Man sieht schon, dann wascht sich das Rotbraun nur einfach ein bisschen mit rein. Und dann habt ihr immer einen schönen Verlauf von dem Pilzerl. So, dann haben wir mal einen hellen Pilz. Dann können wir einen Braun mit Grün zum Beispiel machen. Machen wir mal den. Dann mache ich jetzt erst ein bisschen so hellbraun mit rein. Und dann tue ich immer das Dunkelgrün nehmen zum Beispiel, das schaut immer schön aus, das ist eher so die Pilzfarbe. Dass wir das einfach die zwei Farben miteinander ein bisschen so verlaufen lassen. Und dann könnt ihr hergehen und könnt ihr jetzt da das ein bisschen verwaschen. Dann haben die so einen leichten Grünstich. So, da la. Wunderbar. Dann schauen wir mal unseren Pfifferling. Da machen wir jetzt erst einmal ein bisschen was Gelbes rein. Und dann geben wir hier nochmal Orange. Ihr seht schon, die oberen Dinger lasse ich jetzt erst einmal noch aus. Weil dann mache ich jetzt dann zuerst der Weiß noch mit rein, dass sie die dann schön absetzen. So, da geht jetzt erstmal her. Immer schauen, wenn ihr vorher andere Farben mit Weiß so verwaschen habt, dann kann auch sein, dass auf dem Weiß die Farben noch drauf hängt. Und jetzt ist immer ein bisschen Ding. So. Machen wir das erstmal weiß. Und dann gehen wir her, machen wir jetzt halt ein bisschen mit dem Orange da ein bisschen die Kanten noch. Dann verwascht sich nämlich das automatisch jetzt dann und wird heller. So, dann können wir den mal waschen. Und wenn es jetzt da oben drüber geht, dann seht ihr, dann verwascht ihr das, dann gibt es also ganz leichtes orange-stichiges um die Kappen. Wenn es euch zu gelb ist, dann geht es einfach nochmal her und jetzt nochmal da ein bisschen Orange mit rein machen. Das Gelb mache ich eigentlich nur, dass ich einen schönen Verlauf kriege, dass ich nicht das Uni-Orange habe. So. Da gehen wir wieder drüber, dass das nicht so weiß bleibt. Jetzt gehen wir da unten einmal so zwei, drei so rote Fahrer noch mit rein machen, wenn es wollt, mit dem Hellrot. Dann setze ich das noch ein bisschen stärker ab. Und dann ist unser Pilz schon gleich fertig. So, den lassen wir jetzt mal so. Jetzt sage ich euch noch, wie man die Fliegenpilze malt. Und zwar können wir da eine Orange-Variante zu machen, weil die Fliegenpilze, die gibt es auch, die sind
oft so orangestichig. Ja? Und dann mache ich einfach verschiedene Farben jetzt drauf. Mache jetzt erst einmal unten ein Orange rein. Das lasse ich auf der einen Seite so. Dann gehe ich da her, tue so ein Hellrot nehmen. Und dann, dass ich einen Kontrast kriege, dann nehme ich einfach ein Braun dazu. Jetzt wird gesagt, warum schmiere jetzt die auf den roten Dingen Braun nach? Aber wenn sie das jetzt verwascht, dann wird das wie Weinrot. Seht schon. Dann haben wir so eine hellere Variante. Dann verwaschen wir das drüber. Und dann haben die nämlich jetzt so ein bisschen so einen Schatten. Das werden wir jetzt noch ein bisschen mehr machen da. Auf der Kante noch mal ein bisschen. Dass sich das da noch schön absetzt. So. Also das war jetzt einmal die Variante. Und dann machen wir da drüben jetzt auch noch mal so eine Fliegenpilzversion. Dann nehmen wir jetzt einfach ein bisschen ein dunkles Rot. Machen den erst einmal komplett dunkelrot. So, und dann nehmen wir wieder unser Dunkelbraun her und setzen das wieder mit Dunkelbraun ab, dass wir da Schattierung kriegen. Weil die Rottöne sind fast gleich, also das ist ganz wenig Unterschied. Das sieht es dann nicht, wenn du es verwaschst, dann fällt das gar nicht auf. Darum nehme ich mal Dunkelbraun. Und dann gehen wir mal her und verwaschen wir das Ganze. Fast noch ein bisschen mehr dunkel machen. Gehen wir einfach noch ein bisschen anders rot mit rein, dass wir ein bisschen Übergang kriegen. Und dann verwaschen wir es nochmal. So, jetzt haben wir unseren letzten noch. Und zwar bei den Punkten. Entweder ihr spart die Punkte jetzt aus. Ich zeige euch das jetzt einmal. Entweder spart die Punkte aus, wenn ihr jetzt keine weiße Acrylfarbe habt. Oder ihr wollt es mit dem Posca-Stift zum Beispiel machen. Ich zeige euch das einmal. Kann bei einem. Und was passiert, wenn man übermalen? Um das nachher zum Beispiel mit dem Posca-Stift zu machen. Also das, wenn ihr einen übermalen habt, dann kann man da nochmal ein bisschen Braun drauf machen. Jetzt kann man mal stickeln, dass das ihr seht. Dann kann ich es nicht mehr ein bisschen trocknen da hinten. Und ihr seht schon, das ist ganz schwierig, das dann da außen rum zu friemeln. Ja, dass das nicht reinläuft. Also es ist immer so, dass er immer ein bisschen, dafür sind es ja Aquarellstifte, dass einfach ein bisschen reinlaufen. Und darum habe ich jetzt so gemacht bei meinen, weil die Fliegenpilzpunkte sind ja ein bisschen erhaben. Ja? Und dann, Christine zeigt es euch einmal genau, und dann können Sie es nämlich mit der Acrylfarbe super gut gleich direkt aus der Tube auftragen und dann ist das vollkommen wurscht, ob da die Punkte jetzt drauf sind oder nicht. Darum habe ich es auch nicht übere gemacht, weil man dann einfach verschiedene Pilze machen kann. Weil wenn sie jetzt alle Punkte haben, dann müssen sie ja alle Fliegenpilze werden. Das ist dann auch wieder blöd. So, jetzt verwaschen wir das mal. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da unten jetzt in das Weiß auch nicht reinmalen. Sonst überdickt uns das nicht mehr. So. Gut. Jetzt zeige ich euch da unten, das zuerst einmal wird es direkt aus der Tube raus machen. Also wenn das jetzt Punkte kriegen soll. Dann gehen wir her. Jetzt es immer zuerst probieren auf ein Tablett oder was. Das zeigt, wie viel ihr drucken müsst.
dass das dann so wird, dann können wir noch zwei kleine drauf machen. Und die Punkte sind ja mal größer, mal kleiner, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Es gibt so viele verschiedene Pilze, da braucht es euch nicht so. Und macht es einfach so, wie es euch gefällt. Und bei denen können wir es jetzt zum Beispiel auch drauf machen. Und da kann ich es jetzt auch sagen, wenn es jetzt schon trocken ist, und dann geht es her und wollt jetzt mit dem Posca da die Punkte machen. Das schaut jetzt momentan noch ganz gut aus. Aber das zieht durch und dann werden die alle so leicht rosastichig. Also das, weil das natürlich sich anlöst unten und seht es, ja, da sieht man es jetzt besser. Also entweder lasst es wirklich ein paar Stunden lang liegen und überhaupt nichts gemacht, oder ihr nehmt eben Acrylfarbe her, da könnt ihr sauber die Punkte nachmachen. Die müssen auch nicht so groß sein, weil so ein Schwammerl, der hat ja keine so ganz runde Punkte. Und dann seht ihr, da könnt ihr es direkt aus der Tube raus auftragen, dann werden sie ein bisschen so plastischer und dann werden sie auch viel schöner. Ja? Bei den anderen zum Beispiel, bei den Steinpilzerl und so, da könnt ihr jetzt auch hergehen und könnt ihr mit dem weißen Poster zum Beispiel nochmal so ein bisschen einen Schatten drauf machen oder so, dass es einfach, da muss ich jetzt aufpassen, einfach mal so einen Strich noch mit rein, ja, dass sie das nochmal ein bisschen absetzt, das könnt ihr machen. Ja? Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, das grüne Gras nicht vergessen unten, halt unsere Dinger, wie haben wir die umhalt, unsere Halterungen, die mache ich immer mit dem hellgrün. Erstmal so komplett tutti. Und dann, das haben wir bald vergessen, ein bisschen mit dem ganz dunkelgrün. Und dann verwasche ich das einfach. Dann gibt es das so richtig grasmäßig. Seht ihr das? Dann wascht ihr das immer rein. Und dann haben wir nicht eine Farbe, dann ist es nicht innen. Ja? Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Pilzerl machen. Bis zum nächsten Mal, eure Petra.